Hallo zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls 1, diesmal im New Game Plus. Am Ende des Dark Souls 1 Let's Play war ich mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Also New Game Plus oder Dark Souls 2. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich jetzt New Game Plus ein wenig spielen möchte. Ich weiß nicht, wie lange, ich weiß nicht, wie weit. Primär auch deswegen, weil bei Dark Souls 2 noch nicht alle Add-ons draußen sind. Also es sind schon drei Add-ons für Dark Souls 2 angesagt. Eins müsste auch heute rausgekommen sein. Ich fände es ein bisschen komisch, wenn nicht alle Add-ons da sind, wenn ich dazu ein Let's Play mache. Dass man da wieder was nachreichen würde. Ich würde, wenn, gerne alles in einem Schwung dann machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal New Game Plus weiter erforschen, was es da noch alles zu entdecken gibt. Und dann später irgendwann mal zu Dark Souls 2 überwechseln. Und eventuell auch beide Sachen parallel laufen lassen dann später. Das weiß ich noch nicht. Also, lassen wir uns überraschen. Laden wir den Speicherstand von vorhin, in Anführungszeichen. Und gucken mal, was wir jetzt alles verändern können. Also eine Sache, die ich weiß, ist, als wir das erste Mal hier waren, mussten wir, also man musste nicht, wurde man angeraten, von dem großen, dicken Dämon, der da gleich kommt, wegzulaufen. Weil er doch ziemlich garstig ist und man nur ein zerbrochenes Schwert hat, was fast keinen Schaden macht. Aber jetzt haben wir unseren treuen Streitgolden plus 10. Und das müsste eigentlich machbar sein. Und dadurch, dass wir ihn töten, wird der Ritter nicht getötet. Also der Ritter, der uns die Estus Flask gibt, die wir jetzt ja schon haben. Das wird ihn wahrscheinlich ein wenig verwirren. Aber ist egal, Hauptsache er wird gerettet. Und ich sehe gerade, ich habe noch 88.000 Seelen. Die sollte ich vielleicht ausgeben, aber ich darf es gar nicht. Das ist gemein. Okay. Ach so, und ich hätte gerne Menschlichkeit. Aber ich darf mich auch noch nicht menschlich machen, richtig? Oh, okay, schade. Ja gut. Die Türen werden hier dementsprechend auch noch zu sein. Weil ich hätte irgendwie nicht damit gerechnet. Ich hatte irgendwie gerechnet, wir fangen jetzt zwar eine neue Welt an, die schwieriger ist, aber dass wir von vornherein Zugriff zu allem haben. Also nicht nur zu den ganzen Erweiterungen, die wir beim Leuchtfeuer gekauft haben, sondern auch zu Teleportation und so weiter. Das heißt, ich muss mir jetzt wieder merken, wo ich wohin komme. Oder ich muss die Karte ausgraben, die ich vor 100 Folgen irgendwo weggesteckt habe. Ja gut. Also wir haben jetzt 88.000 Seelen, die wir eventuell gleich verlieren. Und gucken wir mal, wie schwer es ist. Also, ne? Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schwer. Es ist Dark Souls im New Game Plus. Natürlich ist es schwer, Gerugon. Okay. Oh, gute Frage auch jetzt. Kommt jetzt von oben ein Dämon runtergesprungen und greift uns an oder fallen wir runter und kämpfen gegen anderen Dämonen? Ah, es kommt einer runtergefallen. So, du. Oh, das ist ja Pillepalle. Bis er mich gleich haut, wahrscheinlich. Jo. Okay, also die Angriffe von ihm können wir parieren, blocken. Machen wir die ganzen Säulen hier kaputt. Ich bin gespannt, ob da irgendwas passiert. Hau mal bitte die Säulen weg, die stehen mir im Weg. Jo, dankeschön. Oh, da ist noch eine. Und genau sowas werde ich öfters machen. Also wenn ich irgendwo bei irgendeinem Boss oder in irgendeinem Gebiet was sehe, was man noch so machen könnte, was wir vorher nicht gemacht haben, dann probiere ich es einfach aus. Was jetzt nicht heißt, dass ich wahllos alles töten werde. Wobei wir jetzt hier auch mal einen bösen Paladin spielen könnten. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Also während wir jetzt hier rumtänzeln und er alle Säulen nach und nach weghaut, theoretisiere ich mal mit unserem Charakter, was da so passiert ist. Also er war ein guter Paladin. Dann hat er den Brüsten gefolgt. Oder ist er den Brüsten gefolgt? Was eventuell nicht ganz so paladinhaft war. Aber er hat halt nach Holdenmaid helfen wollen. Das ist völlig okay. Glaube ich. Und alle Säulen sind weg. Nichts ist passiert. Schade. Also, er hat nach Holdenmaid helfen wollen. Hat dann den Vater der Holdenmaid umgebracht, was jetzt schon nicht mehr so gut ist. Und hat dann das erste Feuer wieder entfacht durch sich. Wodurch er dann irgendwann später von einem neuen Held umgebracht wird. Und jetzt ziemlich angefressen deswegen ist. Und hier in einer Paralleldimension jetzt versucht, alles richtig zu machen? Oder
anders zu machen? Könnte man so erklären, nur fürs Trinken. Also wahllos alles töten, jahrelang. Also nicht wahllos alles töten, aber jetzt zum Beispiel die Frau im Spiegel. Die könnte man töten. Ein Dämonenhammer. Menschlichkeit. So, das ging vorher nicht. Und man hört immer noch ein Stampfen. Stimmt. Ich erinnere mich an einen Kommentar, als wir hier den Boss getötet haben, aber nicht im ersten Run, sondern von oben runter mit Sprungattacke und so. Und da meinte ich, ich höre ja noch ein Stampfen. Und bin dann weitergelaufen. Da stand in den Kommentaren drin, ja, das Stampfen hat auch was zu bedeuten. Wirst dich noch wundern, wenn du später wieder herkommst. Irgendwas in der Richtung. So. Kommst du jetzt nochmal? Nee, ne? Nee. Da steht Lauf. Weg hier, ja. Die Tür können wir nicht öffnen, weil wir keinen Schlüssel haben. So. Das heißt, wir haben jetzt den Boss gekillt. Der Ritter müsste leben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach zum Ritter hin. War das Leuchtfeuer schon immer da? Ja, ich glaube schon. Oh, warte mal. Ist eins von den Leuchtfeuern vielleicht aufgestuft? Aha, plus 15. Sehr gut. Mehr Tränke ist immer gut. Loot. Ost-West-Schild, ja. Ist jetzt nicht mehr wirklich so toll. Ding. Aber, oh, Streitkolben. Ach so. Haha, stimmt. Also, der Loot, der da eben gerade lag, der ist wohl klassenabhängig. Also, wenn man Magier spielt, ist da ein Stab drin. Oder wenn man Dieb spielt, ein Dolch. Irgendwas so in der Richtung. Und wir sind halt immer noch Kleriker, technisch gesehen. Deswegen haben wir einen neuen Streitkolben bekommen. Den können wir ummodeln. Dann haben wir immer noch unseren treuen Brachial-Streitkolben hier. Aber aus dem anderen können wir uns einen göttlichen Streitkolben machen oder irgendwas in der Richtung. Das ist schon mal schön. So. Warum bist du... Du... Achso, Kugel. Nicht mit mir. Wie geht's dir? Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. Nein, warum? Die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Ja. Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh... One more thing. Here, take this. Moment mal. Letztes Mal gab es hier eine Estus-Flasche und einen Schlüssel. Wofür ist der zweite? Schlüssel des großen Pilgers, Schlüssel Untoten Asylum Ost. Und warum ist er tot? Gegenstand benutzen, X, ja. Also warum stirbt er jetzt? Das verstehe ich nicht. Also so wie mir das erklärt wurde, ich hoffe es war nicht unsere Kugel, so wie mir das erklärt wurde, wenn man jetzt den ersten Boss da tötet, wo man normalerweise dann vorbeiläuft, dann tötet der Boss nicht ihn hier und schmeißt ihn da oben durch das Loch in der Decke hier runter. So ist der hier irgendwie hingepurzelt. Und wir haben den Boss umgebracht. Oder meinte der gute Kommentarschreiber den Boss hier drunter? Das müssen wir gleich mal gucken. Also ich werde nicht hier rausgehen, bevor ich da nicht alles Mögliche ausprobiert habe. Also eventuell jetzt schon zu dem zweiten Boss unten zu kommen.
Das wäre doof, das wäre sehr doof. Und hier waren keine Secrets, ne. Hm. Schlüssel. Ah, alle Schlüssel wurden resettet. Okay. Schlüssel zum Öffnen der Eisengitter auf der Ostseite der zweiten Ebene des nördlichen Asyls der Untoten. Das ist ganz schön explizit. Das Asyl der Untoten ist ein riesiges Untergrundgefängnis, unterteilt durch zahlreiche Eisengitter. Selbst wenn ein Untoter seiner Zelle entkäme, wäre er noch weit entfernt von der Freiheit verheißenden Außenwelt. Schlüssel des großen Pilgers. Schlüssel zur inneren Tür der Haupthalle des Asylums der Untoten. Also ist das der Schlüssel für das große Tor? Warte mal. Das lässt sich ja leicht überprüfen. Das heißt, man könnte so jetzt das Tutorial abkürzen. Da ist doch eh nicht mehr viel. Also ich hoffe, ich habe nicht irgendwas falsch gemacht. Aber es gab nicht mehr so wirklich viel Auswahl, wo ich hätte hingehen können. Außer ganz unten in den Zellen war doch irgendein Weg. Was war das? Ich fall hier nicht runter. Also außer unten in den Zellen war doch ein Weg, zu dem unteren Boss zuerst zu kommen. Und warum machst du sowas? Schlüssel des großen Pilgers. Ja, wir könnten jetzt schon weglaufen. Also rauslaufen. Aber das will ich nicht. Gut gemacht, weiter geradeaus. Nein. Nein. Ich will den Ritter retten. Das heißt, ich gehe jetzt doch wieder da... Ich gehe zurück zu dem Leuchtfeuer hier, gehe dann von hier aus die Wände ab, ob hier noch irgendwo ein Gang ist. Nein, es gibt nur den Weg zurück zu unserer Zelle, da lang. Den Weg nach oben, der ist hier. Lässt sich von dieser Seite aber nicht öffnen. Hätte ich von oben machen müssen, ne? Also ich muss jetzt da runter, da wieder hoch. Und dann von der anderen Seite die Zellentür da unten öffnen. Grummel, okay. Lauf, 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 lauf. Wir haben inzwischen 100.000 Seelen. Ich würde die gerne ausgeben. Aber eigentlich dürfte ja nichts passieren können hier. Selbst wenn ich durch irgendeine Unachtsamkeit sterben würde, wäre der Seelenhaufen immer auf dem Boden. Da müsste ich schon ein zweites Mal sterben, also bei irgendeinem Boss. Wie zum Beispiel dem Viech da unten. Okay. So, er ist weg. Da oben liegt Loot. Das heißt, ich hätte eben gerade nur hier runterlaufen müssen und hier die Tür aufmachen. Anstatt ganz außen wieder rumzulaufen. Gut. Hätte mir das auch geklärt. So, hier oben. Ja. Oh, warte mal, wenn wir jetzt von oben runterspringen, passiert dann irgendwas? Alles noch Tutorial-Nachricht, nichts Neues, okay. Mehr Loots. Talisman, jo. Also wirklich mehr aushalten tun die Gegner anscheinend nicht. Aber sie machen mehr Schaden. Und es ist nur einer hier. Als wir das zweite Mal im Tutorial waren, waren hier zwei von denen. Das heißt, die Tür ist jetzt immer noch zu. Genau. Weil wir noch nicht den schnarchenden Typen gehört haben. Beim Raben. Das heißt, wir können jetzt nur noch hier runterspringen, Schaden nehmen. Au, richtig. Und dann war's das. Also wir können noch nicht zu dem zweiten Boss da runter. Nee. Ich will nicht irgendwas falsch machen. Ich laufe jetzt hier nochmal hin, laufe hier nochmal runter, laufe ganz zurück zu unserer ersten Zelle und guck, ob es nicht doch irgendeinen Weg gab, zu dem unteren Boss zu kommen.